das Super Penguin. Mann, das ist close. Oh, komm schon. Oh ja, nice. Das war eine enge Sache, ey. Keine so leichte Stage, ey. Die haben so viel Schaden auf die Backline gemacht. Das sah jetzt nicht so viel besser aus. Probieren erstmal so, ob es so weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir genug Damage auf die ganz Golems hier kriegen. Ey. Wir haben auch einen Loop irgendwie. Der Death Round. Sieht ganz so gar nicht so gut aus. Wir brauchen ja auch was rein, nicht unbedingt. Mist, die haben ihre Ultis durchbekommen da hinten, die Bogenschießer. Die glaube ich nicht gekonnt hat jetzt. Ja, die schießen einfach meine Backline tot. Oh. Diesmal habe ich sie. Dann sieht es gut aus jetzt. Dann sieht es jetzt gut aus. Wie gesagt, wer das Gear sehen will, im letzten Video habe ich auf jeden Fall das Gear wieder von allen gezeigt am Ende des Videos. Ich werde in diesem Video jetzt nicht zeigen, ich zeige das ja immer alle 2-3 Videos. Da müsst ihr euch ein bisschen immer durchklicken, dass ihr das Gear sehen könnt. Das in jedem Video zu zeigen, wäre mir ein bisschen zu much. Aus, dass wir das haben. Sehr gut. Jetzt ist es auch im Kasten. 50, 30. Vielleicht schaffen wir ja 59 fertig heute.
Das war auch etwas einfacher wieder. Nice. Putz, Junge. So. So, nicht anders. Weiter geht's. Überlebt irgendwie, aber das sieht auch nicht anders aus. Eng. Was, das sollte reichen. Nice. Häuser und so weiter. Oh. Luke ist tot, warum? Was hat Luke getötet? Ich frag mich, ob ich hier ohne Leo vielleicht stehen kann. So vielleicht, auswählen. Was rennt der Golem da weg? Bleib hier, du hohle. Ach du hohle Frucht, Alter! Ah. Wie werden wir da einfach wegrennen? Gott. Manchmal ist das belastend. Jetzt rennt der wieder weg, der Golem. Was ist das? Aha, das war ja so klapp. Ich hab doch gedrückt gehabt. Die Ulti hat doch aufgeblendet. Ich hab zu langsam gedrückt. Ich muss schneller fingern. Ja, ich will den Start mit Doppel-Dress-Ulti mitnehmen. Das ist for sure. Oh nein! Eieieiei. Das ist auch schon wieder ein bisschen heftigere Stage. Ach Mann. Und
5132 wird wieder ein Nightmare. On Elm Street. Warum? Ach, da ist so ein dummer Panda hinten hingelaufen. Ey, die Agro manchmal, ne? Ist einfach so weird. Ich schwöre. Jetzt hab ich nicht darauf geachtet, dass der Panda da auf Masrani kloppt, ey. Leckst mich fett, ey. Der Panda ist schon wieder richtig wutig, Mann. Hey, wir brauchen diesen Reststart. Wir brauchen das dann auch. Dass wir direkt mit Nord 2 mal runden können. Das sieht vielversprechender aus diesmal. Das Gesetz, wir sterben nicht einfach wieder. Und dann läuft der Golem wieder weg. Ich komm komplett von der Rolle. Bleib her, Golem. Wir müssen den Golem wieder eingefangen. Oder catch them all. Ist jetzt so eng, der Golem hat noch so viel Leben, äußert noch ultra viel Leben. Wilde Stage. Der wilde Stage, das schafft man nicht. Ich muss vielleicht das Rani rausnehmen, ey. Oder Daniel. Hier raus, dafür die Fenner rein. Oh, die halten aus. Die halten aus, die Golems, hier fehlt der Damage. Der Rest am Anfang überlebt eh nicht. Ja, machen wir das Rani mal raus. Tun dafür erstmal Ravenna rein. Das könnte schon ausreichen vielleicht. Ah, Ravenna darf nicht in der Mitte stehen. Scheint. Sofort Damage. Vergessen, mir das Ulti zu machen. Boah, ist aber auch belastend, dass einfach Daniel auch direkt eine Pille ist. Ich dachte, dass der irgendwie noch stirbt von irgendwas. Nein, das Pferdchen! Ich werde welk! Egal, das Pferdchen macht einfach noch Gulasch auf einmal aus mir, ey. Es denkt sich einfach, ach egal, ich laufe einfach mal nochmal nach hinten. Warum nicht? Ich kann es ja. Es war schon, ich hatte die Stage jetzt schon abgeschlossen.
Sag ich, wie es ist. Mann, das riecht mich schon wieder auf. Was passiert denn jetzt auf einmal? Auf einmal los schon wieder. Boah. Ja, kurz mal Pause, ich muss kurz durchatmen. Weiter geht's, musst du kurz durchatmen. Das hat mich so getriggert mit dem Pferdchen gerade. Entsalzen werden. Es ist schwer, sich dann zu entsalzen, wenn einen einfach manchmal solche Sachen triggern. Es war so random, dass einfach wieder das Pferdchen darunter gelaufen ist. Jetzt geht der Panda-Bär auf Daniel. Mann! Was ist mit dem Spiel? Was ist mit dir, Spiel? Mein Gott. Ich mach das kurz, bis das wir am Ende sind. Das ist jetzt immer wieder dasselbe. Das will ich euch nicht zeigen. Will ich auch nicht antun und das belastet mich. Also ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen umdisponiert. Ich hoffe, dass das besser ist. Ich habe jetzt nur Nord vorne stehen gehabt und Daniel und Res in die Mitte gepackt. Ich hoffe, dass das so vom Damage und so weiter dadurch einfacher jetzt sein wird. Das ist der Plan. Hey, Euser. Oh, was ist hier? Das Pferd ist auch wieder im Ring gerannt. Es ist so wild, dass die nicht einfach bei Nord manchmal bleiben, die Leute, ne? Das raff ich manchmal nicht. Bleiben jetzt bei Nord. Ey, komm, der Golem geht schon wieder so komisch. Das sieht gut aus, der Traum ist alive, oder? Häuser und Dingens haben noch viel Leben, aber wir haben alle Damage-Dealer am Start, wollte ich gerade sagen! Mann. Und Rest steht da auch noch so ultra gefährlich. Ich gehe komplett am Stock, ey. Mit seinem Ultra 0,2% Leben. Was jetzt passiert? Oh, komm. Mach keinen Scheiß jetzt, ey. So ein Dreck. Was passiert auf einmal noch, Mann? Weil Wes wieder irgendwo rumgehampelt ist, hat irgendwer ein AOE dahin gemacht. Ich sag's wie es ist. Ich muss nochmal machen. Ich mach das eben, Leute. Ich bin getiltet und ich zeige das gleich am Ende.
Ja, ich weiß nicht, die waren die ganze Zeit jetzt nicht gut aufeinander gestanden. Ich weiß nicht, ob es vom Damage reicht. Wir überleben vielleicht alle jetzt, aber ich glaube, der Damage reicht nicht. Euser hat viel zu viel Leben noch. Ich muss es wahrscheinlich noch ein, zwei Mal wiederholen. Dass Euser auch vernünftig im AOE drin steht. Ich sehe, dass sie hat noch viel Leben. Trotz, dass wir alle Damage-Dealer da haben. Das reicht, glaube ich, nicht. Ey, ich muss noch ein paar Mal machen, Sekunden. So, diesmal könnte es gut aussehen. Ich will aber den Tag nicht vor den Abend loben. Stage ist wild. Häuser ist so viel Damage weg. Ihr seht das, das wird sehr, sehr knapp. Es darf nichts passieren, irgendwie noch. Außer der Reihe. Weil er tankt und tankt und tankt. Ich glaube nicht, dass ich sie kaputt kriege. Zu krass. Zu krass, was Euser in dem Level aushält. Ich denke, wir machen hier erstmal einen Cut. Ich schaff's noch nicht, glaube ich. Das triggert mich ja auch so ein bisschen gerade. Es fehlt ein bisschen, aber schaffe ich nicht. Leute, wir machen erstmal hier einen Cut. Ja, wir machen beim nächsten Video weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.